So, nun geht's ins Gebüsch. Und ein wenig schnippeln. Hallo und herzlich willkommen zu meinem April-Video. Es ist bereits Mitte April und ich habe wahrscheinlich 100.000 Naturclips aufgenommen, so wie ich mich kenne, und noch gar nicht reingequakt in die Kamera. Ich freue mich schon wieder auf die Schnittarbeit. Oh, na gut, ich dachte allerdings, ich quake heute in die Kamera rein. Und zwar ist gar nichts Besonderes, aber ich werde mal gleich etwas backen. Und zwar hat morgen mein Freund Geburtstag. Und er ist heute nicht zu Hause, er kommt morgen nach Hause. Allerdings fahre ich morgen weg, also wir verpassen uns morgen. Und ich dachte, das wäre doch eine schöne Überraschung, wenn er nach Hause kommt und einen leckeren Kuchen vorfindet. Und zwar mache ich ein Twin Peaks Cherry Pie, weil wir gerade Twin Peaks rewatchen und es macht gerade wieder richtig viel Spaß, diese Serie zu gucken. Wieder Tiger. Und wir haben schon seit Wochen entsprechend Bock auf einen richtig leckeren Kirschkuchen. Deswegen war ich gerade schnell im Dorfladen, habe Butter besorgt und Kirschen und werde mich gleich ans Rezept machen. Allerdings habe ich festgestellt, dass ich hätte doch 2 Gläser Kirschen kaufen sollen. Ich habe nur 1 Glas Kirschen gekauft. Ja. Okay. Mal gucken, wie sehr ich mich an das Rezept halten werde. Ich habe es mir gerade schon, zumindest von den Mengenangaben her, abgeschrieben in mein kleines Rezepteheftchen, wo ich jetzt versuche, mir anzugewöhnen, die Rezepte, die ich im Internet nachbacke oder nachkoche, aufzuschreiben, weil ich es sonst vergesse. Vor allem gute Rezepte, das ging mir jetzt schon einige Male so, was Gutes im Internet gefunden, habe es gekocht oder gebacken, es war lecker. Und dann habe ich es vergessen. Ja, deswegen habe ich es mir jetzt aufgeschrieben. Und ja, ich würde sagen, wir legen mal gleich los mit dem Teig. Und es ist ein Double Crust Mürbeteig. Im Prinzip ist der Cherry Pie einfach nur Mürbeteig und Kirschen. Eingekochte Kirschmarmelade so ein bisschen. Oder Kompott, wenn man so möchte. Mehr ist das eigentlich nicht. ja, ich
muss mich jetzt gerade zusammenreißen, nicht noch eine Puddingfüllung mit reinzumachen. Ich glaube, das würde auch ganz lecker zusammenpassen. Eine kleine Schicht Pudding und obendrauf die Kirschen. Wäre bestimmt auch lecker. Naja, okay, ich versuche mich an das Rezept zu halten, dass es auch was wird. Und ich würde sagen, let's begin. Ja, lasst uns das große Backen anfangen. So, ich werde mir mal die Twin Peaks Playlist anmachen. Und ja, als erstes werde ich mal die Kirschen abtropfen lassen. Und im Rezept brauchen wir einfach ein ganzes Kilo Kirschen. Und ich habe hier aber nur 350 Gramm Abtropfgewicht. Upsi. Und ich habe theoretischweise noch eine Stunde Zeit, um nochmal in den Dorfladen zu gehen und nochmal ein Glas Kirschen zu kaufen. Ich glaube, ich mache das. 5 minutes later. Das sollte reichen. Ich habe mich ja fast ans Rezept gehalten. Das Einzige, was ja nicht geklappt hat, ist, dass ich ja keine Maisstärke hatte. Und dann habe ich stattdessen Puddingpulver verwendet. So habe ich dann mein Puddingpulver auch wieder, ja, kam wieder zum Einsatz. Aber dir hilft ja alles nichts, wenn du dich nach dem Rezept hältst und dann nicht die richtige Form hast. Also, ich habe erstens keine Tartform, wie ihr seht. Zweitens ist meine Kuchenform hier 28 cm. Und die nächst kleinere, die wir haben, ist 18 cm. Ja. So, jetzt habe ich die größere Form verwendet. Und das ging jetzt natürlich mit der Teigmenge nicht so ganz auf. Jetzt bestreiche ich, weil ich kein Ei mehr habe, das Ganze jetzt einfach mit Milch. Das geht ja normalerweise auch, dass es eben schön knusprig wird. Ja. Und sonst, ja, Mürbeteig ist immer so eine kleine Zicke. Wenn es zu warm wird, zerfällt es. Und wenn es zu kalt ist, ist es kaum zum Verarbeiten. Naja. Hauptsache, es schmeckt am Ende. Und ich glaube, ja, für das ist mein erster Kirschpie in dem Sinne ist, das ist natürlich nicht mein erster Kirschkuchen, den ich backe, aber mein erstes Mal dieser Pie, Twin Peaks Pie, schaut das Ganze doch ganz okay aus. Und hier sehen Sie einmal das Küchenchaos von einmal backen und kochen. Jetzt kommt der ganze Kuchen mal richtig schön für fast 50 Minuten in den Ofen. Thank you.
Zeit habe ich gemerkt, dass leider ein paar Clips kaputt gegangen sind beim Transfer. Und zwar war ich im Secondhand-Shop einkaufen und habe da eigentlich gefilmt. Und nachdem jetzt die Clips kaputt gegangen sind, gibt es einen kleinen Fashion-Haul. Für alle, die das nicht interessiert, können ja skippen. Ich habe ein bisschen eingekauft, das war ein bisschen Therapie für mich. Beziehungsweise Therapieersatz, weil ich meine Therapiestunde an dem Tag abgesagt habe, was mir nicht so gut geht, und stattdessen bin ich in den Secondhand-Laden gefahren. Denn ganz ehrlich, der April war ein ziemlich harter Monat mit ziemlich vielen Downs und kleinen Ups, aber insgesamt eher eine emotionale Tieffahrt, und da tut mir einfach gut, in der Natur sein, ganz viel draußen spazieren gehen, mich in die Sonne setzen und im Secondhand stöbern. Das ist natürlich vielleicht nicht ganz so gut, wenn man ja shoppen geht, aber naja, es ist ja auch nicht so teuer, Secondhand, und wenn es einem gut tut, warum auch nicht. Deswegen zeige ich euch jetzt gleich, was ich so gekauft habe, und ein Teil davon seht ihr auch schon, und zwar ist es dieser wunderschöne Cardigan. Man sagt Cardigan dazu, einfach so eine Pullover, den ich super gerne trage, in diesem wunderschönen Mintgrün, sehr frühlingshaft, und ja, ihr seht jetzt auf jeden Fall gleich ein paar Clips, und ich zeige euch, was ich so gekauft habe. Gekauft. Die finde ich eigentlich ziemlich süß. Das ist ein Champagne, das ein bisschen glitzert. Und ja, finde ich echt ganz chillig, gerade jetzt für diesen komischen Frühling, der halt auch einfach immer wieder den Regen bringt. Und dann ist noch neu dieses rote Oberteil hier, das sehr gut zu meinem Rock passt, aber der ist schon alt oder älter. Und an dem Oberteil liebe ich einfach, dass man das so gut layern kann. Ich kann ein dünnes Unterteil anziehen. Ich habe das schon mit so einem Leo-Oberteil kombiniert. Ich kann einen Rollkragenpullover drunter anziehen. Das lässt sich super layern, und ich finde auch zum Rock sieht das Ganze auch ziemlich süß aus. Ja, und dann habe ich noch dieses coole Shirt oder ein Top eigentlich ja eher gefunden mit diesen Mondmotiv und Pilz. Ich finde das so süß. Dieser Pullover passt übrigens farblich sehr gut zu meiner Leinenhose. Ja, so grün-grün. Ja, mag ich sehr gerne. So, dann könnte ich noch, wenn es noch kälter ist oder so ein Regenwetter wie heute, auch einfach noch die Jacke drüber ziehen, und dann bin ich perfekt ausgestattet für das deutsche Frühlingswetter. Ja, die Sachen, die ich hier gefunden habe, also dieser Cardigan, dieses rote Oberteil und auch die Jacke, geben mir absolute Twin Peaks Vibes. Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich ein bisschen inspiriert davon gewesen. Aber gefällt mir sehr gut, und ich finde, das sind richtig gute Frühlingsbasics, die ich sehr gut kombinieren kann. Allein diesen Cardigan trage ich gerade, kommt ganz frisch aus der Wäsche. Ich finde ihn kuschelig und ist einfach angenehm. Man kann ihn so gut kombinieren. Hat auf jeden Fall den Therapieeffekt gehabt. Nicht den Therapieeffekt gehabt, den ich gehabt hätte, wenn ich zur Therapie gegangen wäre. Versteht mich nicht falsch. Aber hatte einen anderen Therapieeffekt gehabt. Genau.